herzlich willkommen bei Christa 2706 und dem Urlaub der Teenager von den Sanders in diesem österreichisch angehauchten Urlaubdomizil mit diesen idyllischen Milchkannen. Und ja, sie schlafen gerade. Ich bin mal gespannt, wie lange. Nehmen wir die Wände mal runter, damit wir sie sehen können. So, Dach. Mal gucken, wer wo schläft. Der Armando alleine. Wände runter, habe ich gesagt. So. Drehen wir das mal um. Hier schläft der Alois, hier schläft der Emil, hier schläft der Nick. Das nächste Doppelbett alleine hat der Paul und das war der Theo. Und dann muss unten noch ein Bettchen sein. Dann müssten da eigentlich hier liegen die zwei Mädels zusammen. Jana und Lena. Irgendwo läuft noch die Musik. Und apropos Musik, ich dachte mir, auch nach der ganzen Aufregung in der letzten Folge mit den Soares, heute bleiben wir hier auf dem Grundstück und wir werden versuchen, die Freunde einzuladen und hier mal eine Big Party zu machen. Probieren kann man es, ob es klappt oder nicht, sonst müssen die Sieblinge eben alleine feiern. Aber das wäre also das Ziel der heutigen Folge. Ja, Theo ist erstes wach, aber heute hat er mindestens geschlafen. Er hat Hunger. Macht dir das nicht gut? Also wenn das jetzt Salz und Pfeffer war, da hat er jede Menge in die Pfannkuchen reingegeben. Wie sagt ihr zu Pfannkuchen? Also bei uns heißen die Dinger ja Palatschinken. Was der da alles reingibt. Aber wenn er hungrig ist, ist er hungrig. Ich bin ja schon froh, dass er überhaupt wieder schläft. Und ich bin noch viel froher, wenn sie mal essen. Da werden wir jetzt zusehen, dass er wirklich hier ist. Denn ich habe so das Gefühl, die Sims essen gar nicht mehr und die werden immer dünner. Und die Sanders sind hier jetzt nicht gerade üppig. Guten Morgen, liebe Sanders-Kinder. Habt ihr denn alle gut geschlafen? Wo geht ihr hin? Ach, die gehen immer da rundherum und dann da rein. Das ist wieder komisch. Es scheint sehr kalt zu sein. Mit Schnee. Schneeball bei Sonne. Emil, schön essen, bitte. Schön essen. Louis, ist auch bitte? Und es ist dann 9:30, das ist eine gute Zeit. Es kann natürlich sein, dass die Freunde in der Schule sind. Nick, die beiden machen schon wieder Hausübungen. So brav seid ihr. Wir hätten auch noch Projekte, aber heute wollen wir mal Spaß haben. Und deshalb macht jetzt der Paul, der braucht das ja für sein Bestreben, wird jetzt eine Party veranstalten. Und zwar gesellschaftliches Ereignis. So. Teenager Party, das klingt doch perfekt. Nutze die Zeit des Lebens, bewegt zu werden. So. Also kann ich da keinen auswählen. Ich denke mal, wir müssen warten, bis es am Abend ist, weil sonst sind alle in der Schule. Feuer, es brennt schon wieder. Wo brennt es bitte?
Ach, da draußen. Okay. Habt ihr wieder herumgefackelt? Müssen wir das ersetzen, weil sonst schimpft uns der Vermieter. So. Na, wenigstens habt ihr dann alle die Winterklamotten an, wenn auch teilweise die Skisachen, aber es ist mir jetzt auch egal. Und ja, Emil, du solltest noch was trinken, aber ihr könnt jetzt hier. Ich glaube, Armando kann so ein bisschen an der Bar arbeiten. Getränke bestellen. Mineralwasser. So. So, jetzt kann Emil trinken. Was ist er? So, wow. Jetzt probieren wir das nochmal. Gesellschaftliches Ereignis. Teenager Party hier. Das haben so, jetzt schauen wir mal. Zwei haben wir, die anderen müssen wir halt dann noch nach einladen. Aber Jungs und Mädels, ihr könntet euch mal schick machen. So, guckt mal, der Colin ist da. Sehr schön. Jana? Das ist wirklich ein hübscher Junge. Geben. Und dann machen wir aber auch noch ein bisschen was Romantisches und du hauchst in meinen Kuss. Wie ist eigentlich euer Romantikbalken? Es ist mir noch sehr hauchdünn, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Dann schauen wir mal, ob die jetzt alle anrufen. Ach, der Armando hat ja eigentlich auch niemanden, gell? Dann gehen wir hier mal auf ein bisschen Clubbing, ne? Ich kenne diesen Sim nicht. Aber egal, das kommt vielleicht von der Einstellung jetzt, dass Sims aus der Galerie genommen werden. Emil gibt's auch nicht gut. Was hat er denn? Das Feuer, du hast doch gerade getrunken. So, schauen wir mal jetzt, was hier mit Jana und Colin läuft. Das ist natürlich das Problem, wenn man so viele auf einmal ansteuert, dass das dann manchmal verloren geht, was ich mache. Wir werden dann auch einzelne Folgen wieder mit einer einzelnen Person machen. Das kommt jetzt dann alles und dann geht es auch in die Geschichten der einzelnen Teenager rein. Was hat sie denn? Vorher nehmen wir weg, haben wir gesagt. Das
Muss nicht sein. Okay. Schick jetzt das Klavier spielen. Colin, es tut mir leid. Jetzt müssen wir uns mal umsehen, wer hier alle da ist. Wer bist denn du? Felix Weißhaupt. Also ich glaube, die sind jetzt automatisch gekommen, weil ich so eine Party gemacht habe. Ich kenne den nicht, aber der hat sicher nichts mit den anderen Weißhaupts zu tun. Aber Emil stelle ich mal, der ist ja auch dunkel, stelle ich mal freundlich vor. Noch einen kleinen Blick, wer hier noch so rumläuft. Der Klaus, der Fest. Ja, wie geil ist das denn? Lena, was machst du gerade? Du quatscht mit Theo und Max trinken. Okay. Nick? Wo weiß denn wer? So, Nick, dann stellst du dich bitte freundlich vor. Und okay, da geht noch nicht mehr. Ja, guckt mal, da sind ja wirklich ein paar Leute da heute. Hey, hallo, das ist ja Laura. Jetzt hat sie auch wieder was an. Luis. Ist jetzt nicht Gitarre spielen, du stellst dich jetzt lustig der Laura vor. Und wen haben wir hier alle? Ach, da ist ja Lisa. Die war schon da wahrscheinlich. Okay, Paul, warum ist sie denn? Warum geht sie denn so schlecht? Dann romantisch, du hast mein Herz. Romantisch. Und Anmachspruch. Und dann könnten wir eigentlich auch beim Paul mal versuchen, dass er seine Lisa küssen kann. Die haben ja schon richtig großen Romantikbalken. Und da finde ich, ist das doch an der Zeit. Lisa hat es auch mit den Pickeln zu tun. So. Orbitak! Oh, Kids. Nerfa Winka. You know it? We soob. Wibney Ufa. Yum. Mershaw. Kenosa. Tube, buddy. Na, was ist mit euch beiden? Traut ihr euch nicht? Ah, jetzt. Geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Weiter. Ja, so. Nun hat auch der Paul seinen ersten Kuss erlebt. Hey, hier sind wirklich viele Teenager da. Dann mach doch mal Party, Kinders. Was ist da drinnen los? Ja, doch, hier wird schon ein bisschen gefeiert. Armando, kannst du hier mal ein bisschen Stimmung machen? So, Jana, was ist mit dir eigentlich? Oh, du bist kokett. Nee, er ist kokett, oder? Er ist kokett. Schauen wir mal. Knuddel ihn mal. Oh, er will nicht. Okay.
Na, aber da gibt doch Diana nicht sofort nach. Dann wird Diana ihn jetzt mal ein bisschen anflirten. Und... ihm sagen, dass sie ein bisschen in ihn verliebt ist. Das will er nicht. Jan hat Hunger. Oh, Colin hat da nicht wirklich viel Bock drauf. Aber jetzt ist er doch ein bisschen kokett, ne? Siehst du. Geht doch. Jetzt flirte nochmal mit ihm. Komm, Jana. Jana, komm. Ach, so kann man auch flirten, von einer Ecke in die andere. So, und schlüpfrige Frage. Ich glaube, der Colin. So, jetzt. Schauen wir mal, ob der Colin soweit ist. Ach, Jana ist jetzt am Malen hier. Aber jetzt ist richtig was los hier. Hey, ich sag's euch, da geht's ab. Aber Jana, ich möchte jetzt, dass du das machst. Emil spielt Gitarre. Wie geil. So, jetzt. Kommt, Kinders. Lässt er sich drauf ein? Ja! Oh, wie süß! Gut, ihr zwei! Wo ist eigentlich der Kevin? Ist der auch da? Wo ist jetzt? Was macht der Louis? Der Louis? Ja, Louis, du sitzt auch so alleine herum. Und Lena ist am Kochen, oder? Oh, unglaublich. Gut, Lena, dann koch doch einfach was für alle. Was machst du denn? Oh nee! Tortilla mit Soße, das passt sehr gut. Das passt sehr gut. Ja. Kannst du gut für alle machen, bitte? Wo ist es, der Kevin nicht gekommen? Oder ist er schon irgendwie da? Wie spät ist es eigentlich? Es ist 22 Uhr. Wer ist das? Felix Weißhaupt. Die schlafen jetzt alle hier, oder wie? Jana? Was, Colin? Der Hunger war größer wie die Leidenschaft, oder wie? Jo schläft schon. Emil, deine Vampir-Ladies sind auch nicht gekommen. Ah, der Colin ist noch da. Colin ist noch da. Jana schläft aber mittlerweile. Nick, was ist eigentlich mit Melinda? War die nicht hier? Schön hätte ich sie nicht, aber da sind noch so viele. Sie schnitzt hier. Das ist auf alle Fälle kalt. Louis, du kannst dich jetzt bitte mit der Laura noch ein bisschen unterhalten. Freundlich. Freundlich vorstellen. Today.
Gilt das jetzt eigentlich als Party? Paul, du kannst einmal eine Gruppe machen. Aktionen. Mach so eine Runde. Dann holen wir dir jetzt ein paar Leute dazu. Lisa. Colin. Jana. Lena. Theo, glaube ich, schläft schon. Ja, dann lass mal euch. Und dann kannst du mal hier Tanz in der Runde machen. Damit hier ein bisschen Action ist. So. Der Louis hat die Laura kennengelernt. Na, ist doch süß, die zwei. Beide haben fast dieselbe Haarfarbe. Inwand ist voll. Das ist, glaube ich, eine Tochter von Daniela. Cassie. Oh, guckt mal. Die schmusen rum. Und ganz alleine. Oh, wie süß. Looks like Bama. So, so. Wixinia! Oh, Zakuni Swarsva! Pilarga Zakuni! Sensen Gorge! Finia Payfim! Skuma! Atanari! So, Paul, hast du jetzt eine. Hast du jetzt hier eine. Nö. Das muss eine richtige Party sein, das darf keine Teenager-Party sein, wahrscheinlich. Mal gucken, was die beiden noch machen. Er ist ganz rot. Jetzt hast du zwei heiße Damen hier. Und ich glaube, der Paul hat Hunger. Gora! Und er muss aufs Klo. Dann geh doch. So, die anderen schlafen jetzt schon alle. Dann werden wir jetzt den Paul dann auch was essen lassen und dann schlafen. Okay. Dann würde ich mal sagen, ja, Party ja ganz gut gewesen. Ein bisschen viel los. Der Paul und Jana haben ihren ersten Kuss erlebt. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch so einen Urlaubstag. Und dann geht's wieder zurück nach Hause. Und ja, dann werden irgendwann unsere Babys größer werden. Und ja, dann werden wir so nach und nach mit jedem Teenager mal alleine einen Tag verbringen, ohne den anderen, und uns nur auf diesen einen konzentrieren. Das wird auch nicht schaden. Und dann werden wir den Urlaub, noch einen Urlaubstag machen wir noch. Ich habe noch keine Ahnung, was wir da unternehmen werden, aber dann geht es mit den Teenies zurück nach Hause. Und dann haben wir natürlich auch noch die Sache mit Armando zu klären, dass Armando jetzt ganz
offiziell, weil seinem Vater bleiben darf. Da werden wir uns die Mary wieder zur Unterstützung holen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao und Baba, eure Christa.